Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Puzzle Papas. Das ist ein Puzzlespiel mit kleinen Hündchen und das Spiel macht ganz witzige Geräusche, wenn man irgendwo raufklickt, dann macht es nämlich bip bip bip. Und ja, es ist einfach nur ein Puzzler, heißt, man muss nicht viel machen, man hat hier seinen komischen Papi, den bewegt man, über die Map, will natürlich auf dem Weg auch alles an Essen mitnehmen und dann zum seinem Futternapf gehen, um dann in die nächste Welt zu gehen. Toll, oder? Das ist das ganze Spiel. Und weil in diesem Spiel nicht viel passiert, möchte ich eigentlich ein bisschen was anderes erzählen. Oh, guck mal, jetzt sind schon zwei Puppies hier. Die müssen natürlich immer zu ihrem Futternapf. Heißt, man muss auch ein bisschen aufpassen, wen man jetzt losschickt. Ja, oh, guck mal, okay. So viel dazu, ich wollte was anderes erzählen. Muss man hier schon nachdenken. Aber alles kein Problem für Dizzy. Ja. So, das Erste, was ich erzählen wollte, ist, ich habe jetzt die Ohren nochmal angepasst, weil der YOLO meinte, das passt irgendwie so gar nicht zu meinem anderen Design. Ich finde aber, davor sah das einfach zu sehr nach Mausöhrchen aus. Und diese Ohren, die sehen jetzt vielleicht ein bisschen mehr wie eine Fledermaus aus. Die sind halt jetzt so ein bisschen fransig. Klar, das ist jetzt nicht mehr so ganz clean wie vorher. Kann ich auch verstehen. Aber zum Beispiel mein Schweif, der hier hinten so rumwackelt, der ist auch ein bisschen fransig und meine Haare da oben auch. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal ausprobieren. Ich habe jetzt auch dieses Fell in den Ohren ein bisschen angepasst, dass das nicht ganz so, what the fuck, dunkel ist. Vielleicht, wenn da oben lang geht. Und vielleicht lenkt das jetzt schon ein bisschen weniger ab vom anderen Gesicht, weil ich fand, davor war das tatsächlich auch ein bisschen zu dunkel mit diesen Schatten da drin. Könnt ihr mir aber sagen, weil der YOLO, ob das jetzt eventuell besser ist. So, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich ein guter Enkelsohn bin und deswegen meine Großeltern heute in die Stadt fahren musste, weil die haben kein Auto mehr, die haben das verkauft, weil sie halt alt sind. Und genau, deswegen durfte ich die da heute Morgen hinfahren, durfte schön 3 Stunden vor meiner normalen Zeit, wo ich aufstehe, aufstehen. Aber kein Problem, weil ich bin ein guter Enkelsohn, ja. Und dann durfte ich da nicht nur 3 Stunden früher aufstehen, sondern dann auch noch 2 Stunden in der Kälte stehen. Und die erste Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt mega viele kranke Menschen in dieser Welt. Also, Real Talk. So richtig kranke Menschen. Also, die körperlich irgendwie beeinträchtigt sind. Klar, ich war jetzt auch bei so einem Gesundheitszentrum, da ist das vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass da kranke Menschen sind. Hey, ich komme gerade nicht weiter. Und dennoch, aber der muss doch hier oben lang. I'm a little bit confused. Vielleicht gehen wir erstmal mit dem Lila dann hier lang. So, und dann müsste das doch irgendwie gehen, dass der... Achso, hier. Ja, guck, easy. Genau, viele Menschen, da habe ich mir dann auch schon Gedanken gemacht. Wow, gut, dass es mir soweit eigentlich ganz gut geht, so gesundheitlich. Und was für arme Leute. Es gibt also so offensichtliche gesundheitliche Einschränkungen, die man halt auch sieht. Das ist irgendwie schon sehr komisch. Und da habe ich dann auch erstmal gesagt, yo, cool, dass es mir so gut geht. Auf jeden Fall... Was mir da jetzt, worüber ich da jetzt reden wollte, war... Oh, das ist ja auch schon wieder voll der Abfuck hier. Wieso suche ich mir denn einen Puzzler aus zum Reden? Auf jeden Fall stand ich da 2 Stunden dann in der Kälte rum. Und da sind natürlich allerhand komischer Leute an mir vorbeigekommen. Ich habe alle Leute einfach beobachtet, weil ich halt nichts zu tun hatte. Und eine Frau ist mir da besonders aufgefallen. Und zwar... ist die mit ihrem Rollator da schon so rumgelaufen, hatte auch so einen leicht zittrigen Anfall, sag ich mal. Dann wollte sie sich auf eine Bank setzen. Ja, das sieht gut aus. Und ist dabei umgekippt, tatsächlich. Und ich war der Nächste, der irgendwie bei ihr stand. Das war irgendwie voll der Abfuck für mich, weil ich mag ja allgemein Menschen schon mal nicht. Was ihr da hingefallen, ich war natürlich der nächste Typ, der dran war, musste also hineilen, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Menschen berühren mag, erstens. Und zweitens... auch so kranke Menschen ein bisschen widerlich finde. Das klingt vielleicht ein bisschen assig. Aber ja, also ich mag allgemein keine Menschen berühren. Und dann so kranke Menschen allgemein nicht, ich weiß auch nicht. Bin natürlich aber trotzdem hin, hab dann versucht, ihr aufzuhelfen, was aber nicht ging, weil ich ein fucking Schwacher bin. Und beim Versuch, ihr aufzuhelfen, das halt null ging, weil sie halt einfach nicht mitgeholfen hat. Es ist was ganz anderes, Leuten aufzuhelfen, wenn sie mithelfen. Also ich habe ihr halt die Hand gegeben und sie dann versucht irgendwie... mit der Hand hochzuheben, aber das geht halt überhaupt nicht, wenn du da so einen nassen Sack hast. Also, die, keine Ahnung, die wog locker 90 Kilo oder was, also die war schon ein bisschen dickerer, vielleicht hat die sogar 100 Kilo gewogen, ich will ja hier aber nichts unterstellen. Habe ich halt nicht hinbekommen. Und dann musste ich tatsächlich noch irgendeinen fremden Typen da anlabern, weil erstmal sind alle an mir vorbeigelaufen, die da sonst so in der Stadt waren und die haben einfach gar nicht geholfen. Und dann musste ich irgendjemanden direkt ansprechen, ey du da, komm mal her, helf mir dir zumindest mal auf diese Bank zu heben. Hat er dann zum Glück auch gemacht, das haben wir dann zu zweit hinbekommen, die da hochzuhieven.
Ja, der andere ist dann sofort wieder weggegangen. Ich bin dann bei ihr geblieben und meinte, was sie denn überhaupt machen wollte und wo sie hin will und was weiß ich. Sie hat so richtig doll gezittert und alles, weil sie da halt hingefallen ist. Kann man ja auch verstehen. Und ja, habe ich sie halt gefragt, was sie machen wollte. Sie wollte wohl irgendwie mit ihrem Sohn einkaufen gehen. Auch ganz komisch, dass ihr Ort, sie wollte irgendwo mit dem einkaufen gehen und der Ort, wo sie sich treffen wollten, der war halt original 20 Minuten weg, beziehungsweise so, wie sie da noch rumgelaufen ist. Wahrscheinlich sogar eher noch länger. Und dann hatte sie halt noch diesen Rollator und war richtig langsam drauf und das war alles viel zu viel. Und dann habe ich halt gefragt, ob es ihr gut geht und etc., was man halt so macht in so einer Situation, glaube ich. Ha! Und am Ende ist sie dann alleine weitergelaufen, weil ich hatte jetzt keine Lust, sie noch 20 Minuten dazu begleiten. War jetzt so normal, dass man Zivilcourage zeigt, auch wenn man gar keinen Bock dazu hat? Oh, guck mal, das ist neu. Witzig. Worüber ich jetzt die ganze Zeit noch nachgedacht habe, also erstens, wie glücklich ich bin, dass ich gesundheitlich noch so weit fit bin, aber das Zweite, worüber ich halt krass nachgedacht habe, ich fand's mega eklig, sie aufzuheben. Also, ich habe ihr geholfen und sowas, aber danach hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dass ich mich nur noch waschen will und habe mich voll, keine Ahnung, so gefühlt, als wenn ich mich halt waschen müsste. Und das hat mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Also, dass ich überhaupt diese Gedanken hatte, weißt du? Und ob das normal ist, dass man solche Gedanken hat, wenn man jemandem geholfen hat, war halt irgendwie normal, glaube ich, dass man in so einer Situation hilft. Aber ich hatte halt dieses Ekelgefühl irgendwie. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Könnt mir ja mal schreiben. Lol, ich habe das einfach gelöst. Ist ja komplett wild. Wie ihr da reagiert hättet, wärt ihr auch so ein Mensch gewesen, der einfach dran vorbeigelaufen wäre. Ja, aber darüber habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit noch nachgedacht. Und weiß nicht, ob meine Gedanken böse sind oder ob ich ein guter Mensch bin. I don't know. So was beschäftigt mich, Leute. Und was beschäftigt euch so? Ja, aber das war so mein Tag heute. Nein, Moment. So. Und da war ich noch einkaufen. Ja, ja, ich habe ganz viel Mousse-Schokolade-Kram gekauft, damit ich mir Mousse-Schokolade machen kann. Ich habe übrigens ein Mousse-Schokolade-Video auf meinem Kanal. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Ist das schon voll alt? Aber bestimmt immer noch gut und leckeres Rezept. Und so, mir ist heute aufgefallen, dass einfach die Zutaten für das Mousse-Schokolade 8 Euro kosten. Für ein blödes Dessert. Kann man das glauben, Leute? Ich kann's nicht. Ja, aber das war, glaube ich, das, was ich heute erzählen wollte. Ansonsten könnt ihr mir mal sagen, ob die Ohren jetzt hier noch besser sind als beim letzten Mal. Wenn nicht, ich kann die ja jederzeit wieder anpassen. Da habe ich ja zum Glück die künstlerische Freiheit. Ja, aber das hatten wir doch schon, oder nicht? Ich bin gerade verwirrt. Welche Matches hatten wir denn hier schon? Und ich kann die halt jederzeit anpassen, wie ich lustig bin. Ich fand die aber, wie gesagt, jetzt so besser, weil die nicht so aussehen wie eine Maus, sondern eher wie ein Wölfchen oder auch eine Fledermaus. Aber auf jeden Fall ein bisschen zackiger, finde ich besser. Und sie können sich halt viel mehr bewegen. Die alten Ohren, die ich hatte, die konnten halt wirklich nur so hoch und runter gehen. Und diese Ohren hier, wenn ich das erstmal zeigen kann, wenn ich zum Beispiel erschrocken bin, dann stellen die sich so komisch auf und die wobbeln halt so ein bisschen umher und bewegen sich auch von sich aus ein bisschen. Und das Fell drin macht auch so ein paar Bewegungen. Das finde ich alles ganz, ganz toll. Aber ich hätte halt, wie gesagt, trotzdem noch die künstlerische Freiheit, das jederzeit anzupassen, wie ich lustig bin. Genau, ich glaube, mehr wollte ich gar nicht erzählen. Wir haben diese Dinger hier schon gemacht. Das ist genau dasselbe Rätsel. GG, ich habe ein paar Rätsel gleich gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen. ja, aber das ist dann für dieses kurze Update. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr erzählen, ich wollte nur das sagen. Spiel ist auf jeden Fall auch witzig, würde ich sagen. Gibt's, glaube ich, sogar umsonst. Es war auf jeden Fall über diesen IO-Kram. Itch.io, da war das, glaube ich, umsonst drin. Also, wenn ihr es auch spielen wollt, dann holt das da. Kann sein, dass es immer noch kostenlos ist. War auf jeden Fall in so einem Paket drin. Dann, danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist, auch wenn das ein nicht so tolles Thema war. Und ja, wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, kannst du mir ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!